So, heute geht es diesmal um diese wunderschöne Box von Eggnog Fire Soundbar. Ich habe sie mir schick in Rot geholt. Sie blinkt schon, also ich kann sie auch mal schnell ausmachen. Power off. Power off. Also sie sagt immer an, Power an, Power off. Power Und dann leuchtet es kurz rot. So. Und dann können wir kurz hier drauf gehen. So. Gehen dann hier schön auf Bluetooth. connected. Connected. So, super. Dann leuchtet es blau. Und wir können mal kurz starten. Ich mach mal auf volle Bulle, was das Ding jetzt kann. Also gut, Dom. Was kommt als nächstes? Egal wie schnell man ist. Die Vergangenheit ist schneller. Ihr habt gesehen, der ganze Bildschirm hat vibriert, da ich das Stativ auf dem Tisch habe. Das war jetzt nur die Box, die gerade so eine Action von sich gegeben hat. Okay, das war jetzt heftig. Also es war zur höchsten Stufe. Natürlich kann man alles nach der Reihe einstellen. Das ist kein Problem. Man kann ganz normal kurz gucken. So, zack. Man kann ganz normal einstellen zwischen zum Beispiel das Video selbst. Wenn man jetzt zum Beispiel Play drückt. Ein Geschenk für dich. Ein Video zurück, ein Video vor. Da ich jetzt ganz zurück habe, geht nur vor. Zurück. Der Familie wird in. Man kann ganz normal stoppen. So, natürlich kann man hier auch die Lautstärke hoch und runter machen, ganz normal. Aber man kann nur begrenzt, also am Handy kann man nochmal manuell machen. Hier kann man nur zwar auf 0 gehen, aber am Handy kann man die Lautstärke der Box nochmal extra hochstellen. So, was kann das Gerät sonst? Es hat ungefähr eine Laufzeit von 25 Stunden, soweit ich das weiß. Ist mit IP7 versehen, das heißt gegen Staub und gegen Wasserschutz. Das werde ich auch gleich nochmal ausprobieren. Und es kommt mit einem AUX-Kabel und einem MicroSD. Anschluss, leider Mikro. Ich habe echt erwartet, dass in dieser Generation leider Typ C oder so verwendet wird. Nein, man bleibt lieber noch bei dem alten System. Okay. Ansonsten hat man hier so einen schicken Flyer. Sieht schon fast aus wie so ein richtiger Flyer. Hier sind nochmal ein paar Hilfsdaten hinten drauf, wenn man Probleme hat oder Fragen, Quests sind auch mit drin. Ansonsten hat man natürlich eine Einleitung, wie was funktioniert. Auf Englisch, auf Deutsch, je nachdem. Mehrere Sprachen sind hier verfügbar. Ich wollte gerade, ja genau, ich wollte gerade sagen, ja, sage ich gerade nur Englisch. So, hier ist nochmal eine kleine Anleitung, was hier abgeht, was man so machen kann. Und wie ich schon eben gezeigt habe, mit laut, leise, beziehungsweise laut, leise habe ich es zwar jetzt nicht gemacht, aber mit Video vor und zurück. Ansonsten, neben dem 25-Stunden-Akkulaufzeit kann das Gerät auch, wie gesagt, mit IP7 zwischen Spritzwasser und auch im Bad angeblich. Also ich guck gleich mal. Was heißt, ich guck gleich mal. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal zum Wassermann. So, ich bin der Meinung, nicht, dass das Video jetzt. Also ich gucke jetzt da mal. Also es gibt hier, wie man hier sehen kann, hat man natürlich hier diese Nuppen. Das ist aus Gummi. Das hält auch wunderbar. Kann man Bleibt doch an der Stelle fest. Ansonsten hat man hier hinten. War das hier hinten oder war das auf der anderen Seite? Das war auf der Seite, verdammt. Hier war, wie man hier sehen kann, war hier die Öffnung, mit der man im Prinzip sein AUX-Kabel und das Ladekabel anschließen kann. Das ist hier drin immer versehen. Das sieht man hier auch nochmal. Ich mache es jetzt nochmal zu. Ich hoffe, das ist auch richtig zu. Also laut Anleitung: Spritzwasser, Wasser. IP7 ist gegen Staub und Wasser. Nicht Spritzwasser, sondern Wasser. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich stelle es mal rein. So. Ich hole das hin. Weil wir wollen ja, ich muss das ja, ich will das ja im laufenden Betrieb sehen. So, dann schauen wir mal.
So, also ich bin echt der Meinung, ich habe selber keine Ahnung, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Digga, ich habe keinen Bock. So, dann gucken wir mal. Also, wir machen ganz normal. Wir gucken hier nochmal. Ist so, ja? Okay, dann wollen wir. Also erstmal hier ganz normal Wasser drauf. So. Also gut, Dom. Was kommt als nächstes? Egal wie schnell man ist. Die Vergangenheit ist schneller. Vor all dem, was da kommt. Also gut, Dom. Was kommt als nächstes? Egal wie schnell man ist. Die Vergangenheit ist schneller. So. Hört ihr das? Das Ding ist unter Wasser. Juckt das Gerät anscheinend gar nicht. Okay. Ich versuche jetzt nochmal. Geht das? Oh, jetzt ist das Handy ausgegangen. Ja, jetzt ist das Handy ausgegangen. Moment. Ach, Mann. So. Also. Ich gucke jetzt nochmal. So. Nächstes Video. Lädt. Lädt. Eine Tür. Ganz normal. Ah, nee. Das war der Abfluss. Oh, okay, das war der Abfluss. Der. Hier ist gar kein Wasser drin. Ich habe mich schon gewundert, weil hier diese. Diese. Hä, hey, das ist ja echt cool. Okay, dann gehen wir wieder zurück. So. Also. Das Ding habe ich jetzt komplett unter Wasser mal gesetzt. Wie man sehen konnte. So. Mein Fazit aktuell, ja, es läuft immer noch, trotz Wasser und trotz, obwohl ich genau hier drauf gezählt habe. Machen wir das jetzt auf? Ich weiß nicht, es ist ziemlich nass. Mache ich es vielleicht nochmal vorher trocken? Bin mir nicht sicher. Ach, wir machen einfach auf. Komm, wir machen einfach auf. Wir machen das Ding jetzt einfach auf. Trocken, Digga. Trocken. Seht ihr das? Da ist kein Wasser, nichts. Seht ihr, hier ist alles voller Wasser an der Seite, aber innen drinne alles trocken. Sauber. Das Ding hat seinen Test bestanden. Also ihr könnt getrost anscheinend damit ins Wasser gehen. Obwohl, ja, also steht da nicht dran, Spritzwasser. Steht da, Wasser- und Staubschutz. IP7 ist Wasserstaubschutz. Ihr könnt, ich weiß nicht, wie viel Meter oder wie lange, aber ihr könnt getrost damit duschen gehen, auf jeden Fall. Und in Pool gehen, wie da beschrieben worden. Und ja. Mein Test bestanden, die Box hat guten Bass, der Klang ist sauber. Zwar jetzt, wie beschrieben, glasklar, ist definierbar, aber ansonsten, die Box, für die Größe hat die Box echt was drauf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.